So, hallo, hier ist der Ralf von Jotteland, heute hier bei unserem Stangelager. Ich habe hier unsere schöne Kastanienholzstange hier in Arbeit. Und zwar aus folgendem Grund: Wir fahren jetzt dann demnächst auf die Veranstaltung Leuchtfeuer von der DPSG in Wäschernohe. Haben dort vor, eine Jotteburg mit einer speziellen Höhe zu bauen. Und wie es auf Pfadfinderplätzen so üblich ist, man darf kein verfügbares Stangeholz kleinsäge. Das heißt, wir haben keine Chance, uns die auf Maß zu sägen. Deshalb habe ich hier jetzt, baue ich aus dieser Hülse hier ein Fußstück. Das wird hier befestigt und habe dann noch ein Kopfstück, was hier eingesteckt werden kann. Die haben wir alle am Fußende entsprechend geschliffen, dass diese unregelmäßige Kastanienhölzer auch schön zusammenpassen, und dadurch kommen wir dann auf unser Maß von eben 4,10 Meter, was wir für diese Konstruktion brauchen. Diese Metallhülse, die haben wir uns einfach aus Alu sägen lassen, aufs entsprechende Maß. Selber habe ich die dann noch hier gebohrt, dass wir die Stange, also auf der Fußhülse, die Stange entsprechend befestigen können und beim Bedarf auch die Kopfstange hier noch verschrauben können. Das ist vielleicht nicht unbedingt notwendig, aber gerade wenn es windig wird, ist es gut, dass die Stange auch nicht auseinanderrutschen können. Ja, und von daher werden wir sehen, wie es funktioniert, aber ich glaube, es ist eine feine Sache. Aufwendig war letztendlich diese Kastanienhölzer alle aufs Hülsemaß zu kriegen. Schöner wären natürlich irgendwelche Zaumpfosten gewesen, die schön gerade sind, aber das kriegt man alles immer nur in Kesseldruck imprägniert und damit produziert man Sondermüll. Und diese Kastanienhölzer, die sind unbehandelt und die halten, also selbst wenn man sie im Erdreich eingräbt, dann halten die 20 Jahre, bevor sie abgegammelt sind. Von daher glaube ich, dass diese Hölzer hier eine nachhaltige Investition sind und sich die Fuddelarbeit hier dann auch lohnt. Damit die Hülse richtig auf dem Maß sitze, habe ich mir hier halbes Hülsemaß, habe ich mir hier als Maßeinheit gemacht. Die schiebe ich hier ein und schiebe dann meine Hülse so lang auf, bis sie ja passt. Und dann kann ich die Löcher hier festschrauben. Das kommt nicht auf 3 mm an. Wichtig ist nur, dass beide Stangen weit genug in der Hülse drin sitzen. Die hat hier jetzt auch ein bisschen Schlackerpassung, das macht auch nichts. Das liegt an der Unregelmäßigkeit von der Kastanienhölzer, aber es ist stabil genug, wenn die Stange Winddruck kriegt auf diese 4,10 Meter Höhe, dass es dann auch hält.
war's auch schon für heute. Hier beim Basteln einfach mal ein bisschen hinter die Kulisse gucken. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute und vielleicht sehen wir uns auf Leuchtfeuer. Das würde mich freuen. Kommt einfach vorbei. Wir sind auf Platz 15 beim Diözesanverband Freiburg. Da baue der Oliver und ich und einige andere engagierte Pfadfinder die eine 6er Jürteburg auf. Wenn euch die angucken kommen wollt, kommt vorbei. Ich komme auch gerne vorbei und schaue mir eure Konstruktionen an. Da könnt ihr auch einfach kurz Kommentar da lassen, wenn ihr was geplant habt und auf Leuchtfeuer dabei seid. Bis dann. Tschüss, euer Ralf von Jürteland. Ja.